Wenn die Zeit verrückt steht und die Urlaub tickt, wenn der Druck zu groß wird und mich niederbückt, ja, was dann? Ja, was dann? Die Nazis haben bei der letzten Wahl von 2,6 auf 18% zugelegt. Die sind jetzt zweitstärkste Kraft hinter der SPD. Jeder Fünfte hat die schon gewählt. Protestwähler, das geht vorbei. Aber gemeinsam werden wir unseren Staat verteidigen. Gegen Hass und Volksverhetzung. Für die Demokratie! Dran die Zitrone, jetzt sind es noch viel mehr. Das Nazitum wird einfach so verschwinden. Das Dritte Reich? Das ist doch nichts anderes als eine irrationale Traumblase für Verzweifelte. Die wird verschwinden, sobald es der Wirtschaft besser geht und dieser Brüning endlich weg ist. Unser Hungerkanzler. Wir haben Schulden über Schulden. Alle unsere Kassen sind leer. Der gesunde Menschenverstand und die Erfahrung lehren, es gilt einzusparen, wo es nur geht. Keine Ahnung von Wirtschaft, anstatt wie Stresemann damals mit allen Tricks Geld in Umlauf zu bringen, um einen Kreislauf von Verdienen und Kaufen entstehen zu lassen, entzieht Brüning allen Wirtschaftszweigen die Grundlage und hungert uns zu Tode. Die Demokratie hat sich erledigt. Das Volk braucht ein autoritäres Regime. Sehen Sie, es braucht keinen Kaiser. Sie lösen jetzt die Reichstage auf und ernennen die Kanzler. Eine Bürde. Aber dem deutschen Volk bin ich eine feste Brust. Juli 32. Politik wird ab jetzt nur noch im Hinterzimmer des Reichspräsidenten gemacht. Hitler fordert das Kanzleramt. Stärkste Partei. Was? Aber ich bin doch Kanzler. Oh, für den habe ich doch schon das SA-Verbot aufgehoben. Der geht nie rum. Lucy, ich habe gesehen, was draußen los ist. Das ist so furchtbar. Ja, das ganze Land bekennt jetzt kollektiv Farbe. Braun. Ich habe dir gesagt, du sollst die Fresse halten! Oh, mit deinen Scheißwitzen! Die machen ja gerade Lucy kaputt! Was kommt als nächstes? Pogrome? Bücherverbrennungen? Ich bin Lucy Levin. Ich bin Sängerin, Fotoreporterin und ich bin Jüdin. Das fanden nicht immer alle gut, aber gestört hat's doch jetzt auch nicht wirklich. Ich praktiziere meinen Glauben ja nicht mehr richtig. Mensch, ich verteile gleich dein Hirn hier im Raum! Glaub mir mal nicht, du kannst mich hier reinlegen, du. Die Levin ist erledigt, dafür sorge ich schon. Kalle! Wir haben Humor, sind bunt und unwohl, nicht außen braun, innen wohl. Ah, und ganz im Ernst, ein Arier, wer will das sein? Was für ein Schwachsinn! Für uns jedoch kein Spaß. 21. März, der Tag zu Potsdam. Der Reichstag ermächtigt Adolf Hitler faktisch zum Alleinherrscher, gegen die Stimme der gesamten SPD. Otto Wels hält die letzte freie Rede im Reichstag. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Die Ehre nicht. Es ist geschehen. Das Parlament schafft sich selbst ab. Wenn der Demokratie funktioniert, hat sie sowieso noch nie. Wir zersägen und zerlegen sie und schaufeln ihr ein Grab. Ja, was dann? Ja, was dann?